Ja, hallo und herzlich willkommen zu Wissenslust und Teil 3 mit dem Gerstengrassaftpulver unter anderem. Ich habe euch ja erzählt, dass ich in Kassel bei uns in dem wunderschönen kleinen Reformhäuschen war, beim Kräuterhilde, und dass mein Säurebasenhaushalt nicht so in Ordnung ist, wie ich mir das so wünschen würde. Ne? So ist das nun mal. Aber ich möchte euch noch mal was zeigen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Maggi nimmt zum Würzen. Ja? Weil es gibt so bestimmte Art Sachen, die bekommst du nirgendwo anders. Und dann komme ich auch gleich noch zum Gerstengras. Aber ich muss es euch einfach zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr irgendwo noch so ein wunderbares Maggi bekommt. Und warum wollte ich das jetzt unbedingt haben? Also habe ich jetzt für 2,39 € bezahlt. Ich lese euch mal die Zutaten zu und dann schaut mal, was bei eurem Maggi draufsteht. Jetzt werden einige sagen, ich nehme überhaupt kein Maggi. Alles gut. Das geht jetzt mal an die Menschen, die sagen, ab und an nehme ich ganz gerne mal Maggi. Und das tue ich auch. So, hier haben wir drinne Wasser, Steinsalz, Würze, Rapseiweiß, jodiertes Salz, Sojasauce, Wasser, Sojabohnen, Meersalz, Gemüse, Karotten, Sellerie, Zwiebeln, Kürbis, Hefeextrakt, Rohrzucker, Zitronensaft, Konzentrat, konzentrierter Gemüsesaft, Karotten, Zwiebeln, Liebstöckelwurzel, Knoblauch, Fenchelsamen, Sonnenblumenöl aus kontrolliert ökologischem Anbau. Also, das ist schon mal, sage ich mal, wenigstens ein bisschen was anderes, ne? Muss man einfach mal so sagen. Ob ihr das jetzt da überall bekommt oder es gibt ein anderes, ich weiß, ich hatte mal eins, ich bin mir nicht sicher, ob das von Rapunzel war, das weiß ich aber jetzt wirklich nicht mehr. Und da gab es mal eins, das war ziemlich viel mit Liebstöckel. Und Liebstöckel ist ja eigentlich das, was Maggi ausmacht. Aber wisst ihr, was auch super, super, super lecker ist? Das sind Boxhornkleeblätter. Also, wenn ihr die mal irgendwo seht, schnappt ihr euch mal, weil es gibt auch Boxhornkleesamen, Pulver. Aber das schmeckt wieder ein bisschen anders wie Boxhornkleeblüten. Also meistens findet man die so in den asiatischen Geschäften mehr und das ist eine Bereicherung. Absolut. Für Quark, Joghurt, Soßen, Suppen, Salate. Hammer. Also empfinde ich jedenfalls so. So, jetzt kommen wir mal, was hatten wir denn noch? Ich hatte mal erzählt von dem Wasser. Das ist, also da seht ihr, Lauretana heißt das Wasser. Das ist ungefiltert, unbehandelt. Und das hat einen ganz geringen Mineraliengehalt, weil man immer sagt, das ist eigentlich das beste Wasser. Das hat 60.000 Ohm, also elektrischer Widerstand, ist eine artesische Quelle, das heißt ein hoher Ordnungszustand in der Struktur. Und es soll das weichste Wasser sein, ja, Europas. Also das habe ich dann heute dort noch entdeckt. Und da hat man ja auch schon gesprochen gehabt, da geht es um bei Wasser auch um die kristalline Struktur. Ne? Also ja, nun kann man wieder sagen, ja, das ist aber doch in Plastik, also PET ist frei von Weichmachern und Bisphenol A steht hier so zum Beispiel drauf. Und die werden wohl ihre Gründe haben, warum dies jetzt in diesem Fall damit gab es eben nicht in Glas, fand ich aber jetzt super interessant. So. Dann möchte ich euch noch was zeigen. Das hat mich natürlich sofort angesprochen, ne? Ganz klar. Weil, habt ihr schon mal was gehört von einem Blütentee Hexenturm? Das ist ein Kräutertee zur Unterstützung der Nierenfunktion und Erhöhung der Harnmenge. Eine erhöhte Harnmenge ist erstrebenswert bei Personen, die zur Gicht oder Harnsteinen neigen. So. Ich habe euch ja gesagt, ich muss auf meinen pH-Wert ein bisschen achten und da wäre das eine tolle Sache. Da sind zum Beispiel drin Hagebutten, Heidekrautblüten, habe ich auch noch separat, Holunderblüten, Ulmenspierkrautblüten, Mädesüßblüten, Schlüsselblumenblüten, Lavendelblüten und Hibiskusblüten. Ja, das ist also loser Tee, den muss ich mir dann kochen, muss ich mir aufkochen und dann bin ich mal gespannt. Wie das so wirkt. Hier steht eine Begrenzung der Flüssigkeitsmenge, gegebenenfalls sogar eine Bilanzierung
kann bei Patienten mit starker Herzinsuffizienz bzw. Störungen der Flüssigkeitsausscheidung, wie zum Beispiel bei bestimmten Nierenschädigungen, erforderlich sein. Hier ist eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt unerlässlich. Ja, jetzt gehe ich mal davon aus, ich werde das ziemlich vorsichtig benutzen und dann schauen wir mal, ob die Natur wieder seinen Dienst tut. Hier steht also, dieses Produkt stellt keine Alternative zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung dar. Schon 3 bis 4 Tassen Blütentee-Hexenturm täglich können den pH-Wert des Urins verringern. Bei bekannter Allergie gegen Hagebutten, Primeln und Lavendelblüten sollte man natürlich vorsichtig sein. Also zeige ich euch nochmal. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von euch wichtig und ihr habt vielleicht auch ein schönes Reformhaus. Und bei uns ist einfach so, dass die Kräuterhilde so eine Wahnsinnsahnung hat von allem und das ist fantastisch. Also es gibt bestimmt ganz viele wunderbare Reformhäuser noch. Nur das bedeutet ja nicht, dass man auch Ahnung von ganz vielen Dingen hat. Ne? Da muss man sich ja auch mit Kräutern und allem nur auskennen. Es gibt ja auch ganz viele, die sind angestellt und arbeiten dann eben da. Aber wissen jetzt nicht ganz so viel, sage ich jetzt mal, oder weniger oder keine Ahnung. Vielleicht auch genauso viel, egal. So, Enzyme im Gerstengras beschleunigen die Zellteilungsrate und reparieren geschädigte Zellen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, mit Gerstengras unsterblich zu werden. Gerstengras kann Ihnen aber dabei helfen, alternde Zellen zu verjüngen, den Alterungsprozess zu verlangsamen und Ihnen das Gefühl zu geben, vitaler und lebendiger zu sein. Denn Grassäfte sind voller Enzyme und verbessern das Blutbild. Es gibt keinen schnelleren, sicheren Weg, die Verdauung zu regeln und für Erneuerung der Zellen zu sorgen, als durch Chlorophyllzufuhr. Und davon hat das Gerstengras eben sehr viel. Ja, wenn wir junge Grünpflanzen, Sprossen und Getreidegräser essen, dann ist es eine Art Hormon, was wir aufnehmen, also was unserem eben sehr ähnlich ist. Und damit tun wir uns, naja, also die sagen wirklich verjüngen. Das wird man dann sehen, sage ich mal so. Wichtig ist doch eigentlich, dass es uns dann viel besser geht. Ne? Also ist das Blut gut, ist der Rest eigentlich ja auch mal ganz gut. Nur bis die das so rausfinden, immer mit der Schulmedizin, das ist immer so eine andere Sache. So, junge Getreidegräser kann man daher als Verjüngungstonikum einsetzen. Gerstengrassaft entgiftet den Körper, indem das Chlorophyll die Ausscheidung von Schleim, kristallisierten Säuren und anderen Schlacken sowie eine gute Verdauung fördert. Also man kann das natürlich auch auf der Fensterbank machen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man kann das auch auf der Fensterbank machen. Und man sagt dann so, wenn das Gerstengras dann eben gekeimt ist, so am 8. Tag kann man das dann immer ernten. Ich weiß jetzt nicht, bei den Temperaturen und am Fenster, wobei das Gerstengras ja auch früh anfängt dann wieder auszutreiben. Vielleicht versucht ihr selber oder aber, wie gesagt, man holt sich mal ein Pülverchen, was da so da ist. Also, wir werden unwahrscheinlich gut versorgt mit ausgewogenem Nährstoffprofil, mit allen essentiellen Aminosäuren, Vitaminen und Mineralien. Und unterernährte Körperzellen werden optimal angeregt, wieder die Zellteilungsrate anzuheben. Also, das heißt, die gesunden Zellen sollen auf jeden Fall wieder sich vermehren können. Gerstengras ist die reichste natürliche SOD-Quelle, siehe auch das vorige Kapitel. Nicht nur krebshemmendes Enzym ist SOD, sondern als außerordentlich wirksamer Fänger freier Radikaler, der auch die Fähigkeit besitzt, die zellzersetzende Oxidationskraft im Körper, die alle Alterungsprozesse beschleunigt, herabzusetzen. Wenn die Versorgung der Zellen mit SOD schlecht ist, verlieren sie die Fähigkeit, sich selbst zu erneuern und sterben frühzeitig ab. Das ist etwas, wo ich immer wieder sagen kann, wenn ich höre, dass jemand Krebs bekommen hat, auch unter anderem, dass man immer dafür sorgen soll, sehr, sehr, sehr viel frisches Grün zu essen. Und dann, glaube ich, ist das mit dem Pulver eine wunderbare, einfache Sache. Die Wildkräuter, da sind wir wieder, die Wildkräuter sind natürlich auch ein wunderbares Mittel. Und alles zusammen, da muss man Veränderung bringen. Also wenn der Körper dann beginnt,
richtig krank zu werden, also im Mangel ist absolut, muss man wirklich eine Rundumversorgung machen. Und da bin ich auch gerade sehr dabei. Ne? Ich habe wirklich gedacht, das reicht alles so, wie das ist. Aber nee, also irgendwie sind diese ganzen Umstellungen der Hormone durch die Wechseljahre also eigenartig. Das kann ich jetzt einfach nur mal so sagen. Und dann sieht mein Schrank mit den Nahrungsergänzungsmitteln oder mit den Pülverchen oder sowas, sieht dann aus wie bei manch anderem wahrscheinlich der Arzneischrank. Ja, schauen wir mal, ne, was daraus wird. So, also in diesem Sinne haben wir darüber schon mal gesprochen, dass Enzyme im Gerstengras eben die Zellteilungsrate beschleunigen und reparieren geschädigte Zellen. Das ist das, was ich auch immer wieder sage zu den Menschen, die dann eben so krank sind oder im Mangel. Bitte achtet doch auf euch, dass die gesunden Zellen auch gesund bleiben. Und es ist ja oft so, dass manche Menschen mehrere Male Krebs bekommen und leben so weiter, wie es vorher war. Also das heißt, der Krebs wird mit Chemotherapie und so weiter behandelt oder es wird rausgeschnitten und dann sage ich immer, jetzt musst du aber auf dich aufpassen. Du brauchst für deine gesunden Zellen ganz viel Gutes und das ist eben das Chlorophyll. Oder frisch aus, ne? Also wenn du jetzt den Staudensellerie, die wirklich frisch auspresst, als Saft machst und, und. Also das sind dann auch Mengen, da nützt nicht mal nur so ein kleines bisschen etwas. Da muss man wirklich gut auf sich achten, da muss man Veränderungen machen. Denn der Rest des Körpers muss jetzt alles auffangen. Also alles, was dann eben kam, was man durchlaufen muss, von der Operation bis zur Chemo, bis zur Bestrahlung, all das soll der Körper jetzt auffangen. Mensch, das hat er doch schon vorher nicht hingekriegt, ja? Und jetzt lässt man ihn wieder alleine, weil man sagt, es ist rausgeschnitten, es ist bestrahlt und so weiter. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt muss der Körper sich regenerieren und dann geht er schon weiter. Ja, aber eigentlich braucht er doch jetzt das Doppelte, das Dreifache an Gesunden, oder? Also mit diesem kleinen Samenkörnchen beende ich dieses Video und es geht aber noch weiter, denn es ist mächtig spannend noch, was da so kommt. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns und du wirst gesund oder du bist gesund und dann bleib auch gesund. Wir sehen uns, hoffe ich. Bis dann, ciao.